war eben ein neues Lied für mich, was wir gesungen haben. Den Text fand ich sehr schön. An die Melodie muss ich mich erst noch gewöhnen, aber das kommt schon. Das kommt schon, ja. Wir werden in der Bibel so oft aufgefordert, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich habe Ihnen heute vorher noch Mut gemacht. Wollen wir ein neues Lied singen? Wenn wir Psalm 96 aufschlagen, da haben wir dann unten Parallelstellen, 96 Vers 1, wo wir mindestens sechsmal aufgefordert werden in den Psalmen, singt dem Herrn ein neues Lied. Das ist eine Herausforderung, wa? Immer wieder neue Lieder zu singen und eine Ermutigung für euch. Ja, ich meine, und da sind verschiedene Aspekte sogar noch mit drin. Ich habe in Psalm 40, Vers 4 zum Beispiel gelesen, da werden wir auch aufgefordert, singt dem Herrn ein neues Lied, gebt euer Bestes, heißt es da. Oder in Psalm 98, Vers 1, der Herr hat uns ein neues Lied in den Mund gelegt. Nun geht es dabei, glaube ich, nicht nur um die Lieder, die wir von der Leinwand singen, sondern wir haben vorhin von dem Samen gehört, den Jesus auch in uns hineingelegt hat. Dieser Same ist durch den Glauben in uns aufgegangen und treibt Zweige. Und ich glaube, es geht darum, dass immer wieder neue Zweige wachsen in uns, dass wir Erfahrungen mit Jesus machen, dass unser Leben nicht stickig wird, nicht alt mit ihm, sondern dass wir dranbleiben in seiner Nähe und immer wieder so mit ihm neue Erfahrungen machen und neue Lieder singen können in unserem Herzen. Ja, aber ich ermutige euch auch weiter, neue Lieder mit uns zu singen. Das macht uns wach, das lässt uns wieder neu auf die Texte hören und Gott von ganzem Herzen anbeten. Heute wollen wir über Himmelfahrt sprechen, das war eigentlich mein Thema, ja. Himmelfahrt, am letzten Donnerstag haben wir es gefeiert. 10 Tage vor Pfingsten ist der Herr Jesus in den Himmel gefahren. 40 Tage nach Ostern war das also. Was haben wir? Ich möchte zwei Aspekte aufzeigen. Einmal, dass durch die Himmelfahrt einer von uns Menschen schon drüben ist. Er ist schon auf Gottes Seite. Und das, der zweite Aspekt, er hat die Herrschaft angetreten, er regiert. Ja. Was haben wir für Vorstellungen aus der Kindheit mitgebracht? Wo ist der Himmel? Wo ist der Himmel? Ist ja ein Ort, der Himmel, oder? Wie stellen wir uns das? Ist das ein Ort oder ist das nur, ja, was ist der Himmel? Wo ist die Hölle? Da glauben wir genauso, dass das ein Ort sein wird, wo die bei Gottes Gericht verurteilt werden, ihren Aufenthalt finden, zugewiesen bekommen. Wo ist die Hölle? Ich sage mal, wie ich das verstanden habe von Kind auf. Für mich ist der Himmel oben, die Erde ist hier und die Hölle ist unten. Ist das so? Woher haben wir diese Vorstellung? Woher kommt das? Sind das irgendwie Grimms Märchen oder wo kommen die her? Ich glaube, diese Vorstellung kommt aus der Bibel. Ich will das mal einmal belegen. Rahel hat den Text gelesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo es heißt, Jesus wurde emporgehoben in den Himmel. Es ging hoch. Ja? Er fuhr nicht runter, sondern er fuhr hoch in den Himmel, emporgehoben in den Himmel. Eine Wolke nahm ihn auf. Die Wolken sind, es sei denn, man ist auf einem hohen Berg, dann sind die Wolken unten, aber sonst sind die immer oben. Ja?
immer oben. Neulich, als wir von Paraguay hierher geflogen sind, dann flogen wir auch über den Wolken. Sah toll aus, diese weiße Wolkendecke da. Also das lud ein zum Reinspringen da, aber die hätten uns nicht aufgefangen. Ja, man wäre böse geworden. Ja, der Himmel oben. Dann im Alten Testament, die Menschen, die Nachkommen Noahs, wollten einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dessen Spitze bis an den Himmel, ich kann ja hier gucken, ans Werk. Wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt, ja. Bis an den Himmel, einen Turm. Nun weiß ich nicht, ob der Himmel bei den Leuten damals immer mit Wolken verhangen war und sie sich sagten, wenn wir durch die Wolkenschicht durchbauen, dann sind wir dran. Das wäre doch eine Sichtweise, ja? Dann sind wir dran. Oder so ähnlich. Nun, im heutigen Irak war das, da sind auch nicht immer Wolken, da scheint auch mal die Sonne. Und was Sie sich da genau vorgestellt haben, weiß ich nicht, ja. Aber es heißt dann, da kam der Herr vom Himmel herab. Haben wir wieder, der Himmel muss oben sein, denn Gott kam herab. Und das war wohl auch noch ein ganzes Stück, dass er herabkommen musste bis zu dem Turm, ja, um das alles da genau zu sehen. Ja, und nachher in Vers 7, dann sagte der Herr ans Werk, wir steigen hinab und verwirren die Sprache der Menschen, damit sie nicht weiterbauen können. Hinabsteigen. Also der Himmel muss oben sein. Wir haben andere Zeugnisse, als Abraham mit Gott verhandelte um Sodom und Gomorra. Gott hatte die Nase voll. Es war Zeit, das da Gericht zu halten, dem Treiben in Sodom und Gomorra ein Ende zu machen. Und dann heißt es, als die Engel Lot aus der Stadt hinausgeführt hatten, sie mussten sich schon beeilen, dann fiel Schwefel und Feuer vom Himmel herab und vernichtete die Stadt. Der Himmel oben, ja. Oder ein wunderschönes Bild haben wir in 1. Mose 28, Vers 12. Da ist Jakob unterwegs, der Anlass war nicht so prall, ne? Er hatte seinen Bruder betrogen und er wollte ihm die Stimmbänder kappen, ja. Und dann macht er sich auf den Weg nach Mesopotamien, der Jakob. Und unterwegs, ist ja eine längere Reise, zu Fuß unterwegs übernachtet er und hat dann diesen Traum. Er sah eine Leiter, eine Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Und Engel steigen auf ihr zum Himmel hinauf und andere kamen zur Erde herunter. Da war viel Verkehr auf dieser Treppe zwischen Himmel und Erde. Und ein schönes Bild sagt auch der nächste Vers, den hat Samuel da gerade nicht. Da heißt es, und der Herr stand bei ihm. Der Herr stand bei ihm. Er war runtergekommen, um ganz dicht bei Jakob zu sein, weil er ihm etwas zu sagen hatte. Ja, er war runtergekommen. Der Himmel ist also oben. Jetzt haben wir noch ein Bild in die andere Richtung, und das ist im 4. Buch Mose. Da haben sich Leute gegen Gott und gegen Mose, seinem Führer, aufgelehnt. Ein schlimmer Aufstand war das. Korah, einer von den Leviten, und dann aus dem Stamme Ruben waren noch Datan und Abiram.
die zweifelten die Autorität Moses an und wollten nicht weiter folgen. Und ja, sie zettelten einen Aufstand an in Israel. Und Mose, ein demütiger Mann, hatte nicht die Führung an sich gerissen, sondern er wusste sich von Gott gerufen und von Gott gesandt. Und er sagte, jetzt wird Gott etwas tun, das deutlich machen wird, ob ich von ihm berufen bin oder ob ihr die Berufenen seid. Gott wird seinen Willen bekannt machen. Er sagt, wenn diese Leute eines natürlichen Todes sterben, dann bin ich nicht berufen. Aber wenn Gott etwas Besonderes tut, dann bestätigt das meine Berufung. Und kaum hatte Mose zu Ende gesprochen, da spaltete sich die Erde unter Datan und Abiram und verschlang sie mit Hab und Gut und allen Angehörigen und ebenso alle Anhänger Korahs mit ihrem Besitz. So stürzten sie alle lebendig in die Totenwelt hinunter, da unten. Und die Erde schloss sich über ihnen. Ohne eine Spur zu hinterlassen, waren sie mitten aus der Gemeinde heraus verschwunden. Die Totenwelt, der Ort, der Gerichtsort, der Ort der Gerichtsvollstreckung, ist unten. Daher kommt das Bild. Viele andere Bilder haben wir noch im Neuen Testament, ja, die uns diese Vorstellung vermitteln. Aber wenn wir nach heutigen Erkenntnissen urteilen, wo ist denn oben auf dieser Erde? Wo ist oben? Sodass man einen Ort ausmachen könnte. Wenn wir nach oben schauen, ist das da. Wenn die Leute in Australien und in Neuseeland nach oben schauen, ist das auf der anderen Seite ist eine andere Richtung. Tja, was jetzt? Argentinien ist auch noch eine andere Richtung wie hier bei uns, ja? Und so, wo ist oben? Dann dreht sich die Erde auch noch um die eigene Achse, dreht sich der Himmel mit, sodass immer noch oben bleibt. Wo ist der Himmel? Ja, ich glaube, oder frage, kann es sein, dass die Beziehung zwischen Himmel und Erde nicht nur oben und unten ist, sondern auch zwischen sichtbar und unsichtbar zu finden ist? Die Beziehung zwischen Himmel und Erde, zwischen sichtbar und unsichtbar. Paulus sagt da in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27, da predigt er zu den Athenern, den Leuten in Athen, die den Gott Israels überhaupt nicht kannten. Und er macht ihnen klar, dass dieser Gott ihnen ganz nahe ist. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe, dieser Gott. Durch ihn leben, Luther sagt, hat diesen schönen Satz geprägt, durch ihn leben, weben und sind wir. Weben heißt also unsere Arbeit, unsere ganze Beschäftigung. Unser ganzes Sein ist durch ihn gewirkt. Sein Lebensodem, sein Lebensatem ist in uns und bewegt uns in überhaupt. Gott ist uns näher als die Luft, die wir atmen, können wir auch sagen. Ja? Gott ist nahe bei uns, also nicht in einem fernen Himmel, sondern zwischen sichtbar und unsichtbar ist da der Unterschied, ist da eine Trennung. Ja. Und in Hebräer 12, Vers 1, da spricht es von einer Wolke von Zeugen. In Kapitel 11, da werden viele Leute genannt, die in ihrem Leben Gott vertraut haben. Angefangen mit Abel
und Henoch und Noah und Abraham und Sarah und Isaac und Jakob und Josef und Mose und dann auch viele andere, die Gott vertraut haben, die jetzt schon drüben sind. Aber sie sind zugleich als eine Wolke von Zeugen hier um uns. Wir brauchen ja gerne Bilder. Ist vielleicht auf jeder Lampe so jemand als Zeuge hier um uns, hier auch bei uns? Wenn wir nächsten Sonntag hier die Taufe haben werden, dann ist da eine Wolke von Zeugen da, die euch in ihre Gemeinschaft mit aufnehmen, schon aufgenommen haben, aber jetzt werden wir das öffentlich machen am nächsten Sonntag. Da ist natürlich auch die gegnerische Seite da. Da ist der eine Fanblock, ja, der Zeugen, die für uns sind. Und da wird der andere Fanblock auch noch da sein, der gegen uns ist. Die Macht der Finsternis macht sich auch auf, wenn Menschen auf die Seite Jesu treten. Und Rahel betete, dass ihr in Anfechtungen bewahrt werdet. Die Anfechtungen kommen. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Weil der Gegner auch da ist. Die werden auch hier sein. Vielleicht sitzen sie da oben auf dem Rand. Ich möchte keine Bilder jetzt uns einprägen und lassen die Beine baumeln. Ja? Die werden alle da sein, die Zeugen. Ja, zurück zum Himmel. Zwischen sichtbar und unsichtbar. Also musste Jesus vielleicht gar nicht Lichtjahre weit reisen, bis an die Grenze des Universums, um in den Himmel zurückzukehren, dann wäre er ja immer noch unterwegs. Ja? So groß ist das Universum. Als Stephanus, der erste Märtyrer, als er gesteinigt wurde damals in Jerusalem, dann blickte er auf zum Himmel empor, wieder nach oben, ja. Stephanus blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt, und er sah im Glanz seiner Herrlichkeit, sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite stehen. Jesus war nicht Lichtjahre unterwegs, als Stephanus kurze Zeit später dort gesteinigt werden sollte, dann war Jesus schon da. Er war schon im Himmel. Er war von einer Seite auf die andere, von der sichtbaren in die unsichtbare Welt übergewechselt. Einfach übergewechselt. Stephanus sah ihn an der rechten Seite Gottes stehen. Stephanus wurde ein Blick in die uns sonst unsichtbare Welt gewährt, in den Himmel. Der Himmel war ganz nahe bei ihm, bei Stephan, sodass er ohne Fernrohr, ohne Elektronenmikroskop oder weiß ich was, dass er ohne Fernrohr den Himmel sehen konnte und Jesus an der rechten Seite Gottes stehen. So nahe bei war ihm der Himmel. Ich weiß nicht, wie es bei Adam und Eva war. Der Text ist nur so kurz, den wir dort haben. Ob Gott nur sie besuchen konnte? Es hieß ja, dass Gott, als der Tag kühl geworden war, also zum Feierabend hin, sie hatten gearbeitet, hatten ja ihren Job da im Garten Eden, ihre Aufgaben, dann kam Gott sie besuchen, dann ging er in den Garten. Ich kann mir vorstellen, einmal an einem Tag kam Gott zu Adam und Eva, besuchte sie zum Kaffee trinken oder so. Zum Terre haben wir auch gerade drüben gelernt. Und vielleicht gingen am anderen Tag Adam und Eva zu Gott und hatten da Gemeinschaft.
Gott war so ganz nahe dran bei ihnen. Es steht nicht in der Bibel, das ist meine Fantasie. Aber durch den Sündenfall, als Adam und Eva Gottes Gebot übertraten, sich ihm gegen ihn auflehnten, da wurde ein Vorhang zwischen Gott und ihnen gezogen, zwischen sichtbar und unsichtbar. Sie sahen Gott nicht mehr. Er kam nicht mehr zu ihnen. Sie konnten nicht mehr zu ihm. Da war die Trennung da. Ein Bild dafür ist das Heiligtum, das Gott in Israel bauen ließ. Dort in der Wüste. Den Blick hinein verwehrte ein Vorhang. Gott wohnte dort. Er kam auch in einer Wolke herunter und bezog da Wohnung in dem Heiligtum. Aber sie konnten Gott nicht sehen. Der Vorhang war dazwischen. Genau genommen sogar drei Vorhänge, ja. Zum Vorhof, wenn sie in den Hof wollten, da wo die Leute mit ihren Opfertieren reingingen, wo sie geschlachtet und geopfert wurden, da mussten sie durch einen Vorhang gehen. Dann war der nächste Vorhang, wo sie in das Vorzimmer Gottes, die Priester durften da nur rein, in das Vorzimmer Gottes. Und dann war da noch ein Vorhang, ein dicker Vorhang. Und dahinter war das Heiligtum. Da war der Thron Gottes auf dieser Bundeslade, wo die beiden Cherubim dort aus Gold aufgestellt waren. Und in der Bundeslade lagen die Gesetzestafeln. Dort war der Thron Gottes durch einen dicken Vorhang getrennt. Ja, diese Vorhänge also trennen die Menschen von Gott. Jetzt ist Gott dabei, diesen Vorhang durchlässig zu machen, durchsichtig zu machen. Die Liebe suchte einen Weg zu den Menschen. Die Liebe Gottes suchte einen Weg zu den Menschen. Wir kriegen da kein Loch durch den Vorhang. Wir nicht, aber Gott kann da durchkommen. Mit diesem Heiligtum in Israel schuf Gott die Möglichkeit, mit den Menschen zu kommunizieren. Sie brachten Sündopfer und er vergab ihnen ihre Sünden. Sie brachten Dankopfer und Gott segnete sie mit allem, was sie brauchten. Von Hannah lesen wir, sie bittet um einen Sohn. Der Priester Eli sagt, geh hin, Gott wird dir geben. Sie war dort zum Tempel gekommen, wo Gott wohnte und bat da um einen Sohn. Gott wird dir geben. Und ein Jahr später war der Samuel da, den wir nachher als den großen Propheten kennenlernen in der Bibel. Gott macht den Vorhang durchlässig für uns Menschen. Durch Mose, durch Samuel und all die anderen Propheten, die uns im Alten Testament, zu uns im Alten Testament sprechen. Da redet Gott zu uns. Er kommt zu uns. Durch Jona redet Gott zur Welt. Diese Stadt Ninive, die Hauptstadt von Assyrien, eine Millionenstadt damals schon, hört durch Jona von Gottes drohendem Gericht. Und sie wenden sich alle Gott zu, die ganze Stadt. Ja, Gott macht diesen Vorhang durchlässig. Aber all das war nicht genug. Gott wollte selber auf die Erde kommen. So wie er früher auf der Erde war, als der Abend kühl geworden war, lesen wir bei Adam und Eva, kam Gott und ging durch den Garten. Und Gott kam auf unsere Seite dann an Weihnachten. Er kam auf unsere Seite in einem kleinen Kind. Die Menschwerdung Gottes geschieht da. Durch den Vorhang durch zu uns. Aus dem Unsichtbaren kommt Gott
ins Sichtbare. Jesus wuchs dann heran, und als er sich taufen ließ, heißt es in Markus Kapitel 1, Vers 10, da sah er, hier glaube ich, ist Johannes der Täufer gemeint, da sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes kam herab auf Jesus wie eine Taube. Der Himmel riss auf. Ein gewaltiges Bild für mich. Die Liebe Gottes ist so stark, dass der Himmel aufreißt. Die Liebe Gottes zu den Menschen, so stark, dass der Himmel ausreißt. Und dann, als Jesus ans Kreuz genagelt war und für uns unsere Sündenschuld und all die Qualen litt und starb, für uns und für unsere Sündenschuld die Qualen litt, den Tod erlitt am Kreuz, dann riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten ganz durch. Matthäus Kapitel 27, der Text, da riss der Vorhang von vor dem Allerheiligsten, vor dem Thron Gottes, von oben bis unten durch. Die Erde bebte, die Felsen spalteten sich. Es war ein gewaltiger Moment. Aber da wurde der Vorhang beiseite geschafft. Ja, und dann die Auferweckung Jesu. Die Zeit der Trennung war vorbei, der Vorhang war gerissen und Jesus stand auf vom Tod. Musste der Engel den Stein wegrollen und Jesus anstoßen, hey, aufstehen, aufstehen? Oder konnte Jesus jetzt einfach durch den Stein, durch die Felswand durch? Für wen wurde der Stein weggerollt, damit wir in das Unsichtbare gucken können? Für uns wurde der Stein weggerollt, für die Frauen, die da zum Grab kamen, für die führenden Juden wurde der Stein weggerollt. Sie sahen, dass Jesus auferstanden war. Für die Welt. Die Welt hat das leere Grab. Die Juden sahen nur das leere Grab und verleugneten die Auferstehung Jesu. Also die Welt hat das Zeugnis, oder das Zeugnis für die Welt ist das leere Grab. Die Gemeinde hat aber den auferstandenen Jesus. Das ist unser Zeugnis. Der auferstandene Jesus. Die Jünger sind versammelt hinter verschlossenen Türen und Jesus ist plötzlich da. Und so, genauso plötzlich ist er dann auch wieder weg, nachdem er sich ihnen als der Auferstandene gezeigt und bekundet hatte, sie ihn angerührt hatten, betastet, mit ihm gegessen hatten. Da war er genauso plötzlich wieder weg. Es gibt für ihn keine verschlossene Tür und keinen Vorhang mehr. Für Gott gibt es den Vorhang nicht mehr. Jesus kam als Gott auf unsere Seite des Vorhangs und wurde Mensch. Und Himmelfahrt bedeutet, Jesus ging zurück in den Himmel als Mensch. Der erste Mensch ist schon drüben. Und in 1. Timotheus Kapitel 2, da sagt Paulus, das ist unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott. Und nur einer ist auch der Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mittler durch diesen Vorhang, ja? Der Mensch, Jesus Christus. Er ist der Mittler. Er ist einer von uns. Und er hat es geschafft. Er ist auf der anderen Seite. Das zweite,
Jesus hat die Herrschaft angetreten. Ganz kurz will ich das anreißen. Jesus regiert. Er regiert. Philipper Kapitel 2 und dieser ganz wohlbekannte Text. Jesus hielt es nicht, wie ein wildes Tier seinen Raub festhält, nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er ließ das alles, die Herrlichkeit Gottes, zurück und kam zu uns Menschen. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen total. Ja? Und dann heißt es, Gott hat ihn erhöht. Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und dann noch, in Jesus, oder alle werden feierlich bekennen müssen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus hat die Herrschaft angetreten. Wir wenden ein. Es gibt Einwände, nicht nur per Telefon, sondern wir wenden alle ein. Wo ist diese Herrschaft Jesu? Wo ist sie zu sehen? Die Wünsche der Mädchen hier, ich möchte. Was wünschten sie sich alles? All das wünschen wir uns auch hier, ja? Wir wünschen uns ein Ende von Not und Elend und Krieg und Leid in dieser Welt. Wo ist Jesus? Wo ist seine Herrschaft? Wird sie sichtbar? Ja, es stimmt. Der Kampf ist noch nicht beendet. Aber gerade deswegen brauche ich die Erinnerung an Christi Himmelfahrt. Es ist ein mutiger, geradezu ein trotziger Glaube, dass Jesus herrscht und regiert von uns. Ein Glaube, der in Spannung zu dem steht, was ich um mich herum sehe und höre. Und das ist das Besondere am Glauben. Er bringt Licht in diese Welt. Zunächst nur in Form von Samen, ja, so wie die Mädels das dargestellt haben, das Päckchen Samen. In dir ist ein Korn aufgegangen, in mir ist ein Samenkorn aufgegangen. Das ist der Anbruch der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Diese Samenkörner, die aufgehen in dem Leben der Menschen, die sich Jesus zuwenden und sich selbst seiner Herrschaft unterstellen. Jesus herrscht, er regiert. Und die Welt, das Reich Gottes bricht an in diesen wie ein Samenkorn. Da, wo ein Mensch sich Jesus zuwendet, sich seiner Herrschaft unterstellt, da bricht die Herrschaft Jesu auf in dieser Welt und die Finsternis wird bedroht und wehrt sich dagegen. Wir haben darüber gesprochen, auch uns persönlich. Wir erleiden Angriffe, erleiden Verfolgung, der eine mehr, der andere weniger. Der eine geistig, der andere auch körperlich. Wir merken, wir sehen auch, was das für ein Regime bedeutet, das gottlos geführt wird, wenn da jemand Christ wird. Wenn da jemand Jesus sein Leben hingibt in der arabischen oder in der muslimischen Welt, setzt in dem Moment eine rigorose Verfolgung ein. Die kommunistische Welt hat einen Riesenaufwand betrieben, um diese Erfahrung mit Gott zu bekämpfen, dieses Einbrechen des Lichtes Gottes in die Finsternis zu bekämpfen, zu verhindern. Die Stasi-Akten sind kilometerlange Regale, wo vieles dokumentiert ist, wogegen dieses Licht Gottes, das in die Finsternis hineinkommt, vorgegangen wurde. Wenn ihr öffentlich auf die Seite Jesu tretet, dann hat das Folgen.
Wenn ich mutig Jesus bezeuge, dann erlebe ich Widerstand. Die andere Seite ist natürlich auch, wenn ich meinen Glauben verstecke, falle ich in Gleichgültigkeit und werde von der Finsternis einfach verschlungen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen dranbleiben. Wir wollen dranbleiben an Jesus, dem Auferstandenen, damit wir nicht einfach in der Finsternis untergehen, sondern ein Licht bleiben, die Herrschaft Gottes darstellen, zeigen in dieser Welt, dass wir durchlässig sind, dass diese Welt Gott erkennt. Aber Jesus ist der Auferstandene. Jesus ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren, hat die Herrschaft angetreten in der unsichtbaren Welt, durch seine Gemeinde, durch dich und mich, tritt er durch den Vorhang in diese Welt und ruft Menschen zur Umkehr. Das ist, glaube ich, die Botschaft von Himmelfahrt. Es ist Zeit, zu Jesus umzukehren. Jesus in sein Leben aufzunehmen, die Herrschaft Gottes in seinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, zu erleben, zu erfahren. Denn Jesus wird wiederkommen. So wie er in den Himmel gefahren wurde, wird er wiederkommen. Und er sagt kurz vorher, wann, brauchen wir nicht zu wissen. Aber die Bibel fordert uns auf, seid bereit. Seid bereit, Jesus zu begegnen. Beugt freiwillig eure Knie vor Jesus und erkennt ihn als Herrn an, als den Erretter, den Erlöser. Wenn wir uns nicht freiwillig beugen, dann werden wir uns irgendwann beugen müssen. Aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Heute ist der Tag. Heute ist die Gelegenheit, sich Jesus zu öffnen und zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben.